cool. Hier ist das auch an, glaube ich. Dann klatsch einmal in die Hand. Cool. Wollt ihr jetzt zuhören, oder? Nee. Das ist toll. Ja. Eine Aufzeichnung. Ja, genau. Heute erzähle ich euch was über die Entwicklung einer Open-Source-Robotik-Plattform. Das Ganze war bei mir ein Studienarbeitsprojekt an der Hochschule. Und eigentlich sollten es 300 Stunden Zeit sein. Im Endeffekt wurden es irgendwie 900 Stunden Zeit. Und ich erkläre euch erstmal so ein bisschen, wie Robotik funktioniert. Autonome Systeme, ich steige mal so ein bisschen quer ein. Ich wollte es einfach reinbringen. Es gibt so ein Standardmodell, wenn man autonome Systeme baut. Das nennt sich PEAS. Es ist einmal Performance-Werte, einmal wie ist deine Umgebung, was sind Sensoren, was sind Aktoren. Das braucht man normalerweise, wenn man irgendwie autonome Systeme definiert. Daran kann man auch sich so ein bisschen orientieren, wenn man Roboter designen möchte. Erstmal, wie bewerte ich den? Was sind so meine Bewertungskriterien, nach denen ich den Roboter nachher irgendwie Dinge machen lassen möchte? Was ist meine Umgebung? Wer sind meine Leute, die daran interagieren? Was sind meine Aktuatoren? Das heißt, sowas wie Motoren, Servos und sowas. Wie will ich mich überhaupt in dem System bewegen? Was sind überhaupt Bewegungsmuster? Und was will ich wahrnehmen? Und was soll der Roboter am Ende wahrnehmen können? Und wenn man sich so ein System definiert hat, kann man gucken, wie man nachher am Ende seinen Roboter aufbauen möchte. Bevor wir jetzt anfangen, ein paar Plattformen, die es bereits gibt, zu evaluieren, erstmal nach welchen Kriterien evaluiert man. Das Ganze im Endeffekt in wissenschaftliche Arbeit gegossen wurde und in ein Paper gegossen wird, braucht man Kriterien, die man definiert, nachdem man bestehende Systeme und das System, was entwickelt wird, nachher bewerten kann. Eine wichtige Bewertungskriterie ist natürlich Kosten. Wie teuer ist so ein System? Was nehme ich da später als Maximalwerte? Da es in Richtung Open-Source-Hardware-Plattform für Kinder und Jugendliche geht im Bildungssektor, was ist der pädagogische Wert? Und den kann man vor allen Dingen daran greifen, gibt es Dokumentation, gibt es Unterrichtsmaterial, gibt es irgendein Bildungskonzept dahinter? Nachhaltigkeit, haben wir jetzt irgendwie gerade nur problematische Rohstoffe verwendet, also nutzen wir irgendwie einen Haufen Tantalkondensatoren. Ist das Ding so gebaut, dass du es nach dem Benutzen irgendwie wegschmeißen musst? Ist da geplante Obsoleszenz dabei? Dann Erweiterbarkeit, kann ich irgendwie das Ganze modifizieren? Kann ich das hacken? Kann ich es irgendwie, ist es offen genug, dass ich daran rumbasteln kann? Ist es hinreichend einfach? Wenn man die Benutzergruppe Kinder oder Schüler hat, sollte das System nicht hochkomplex sein? Und wie sieht es aus mit der Lizenz? Ist es offen oder ist es eine Closed-Source-Sache, die man nicht weiter hacken kann? Dann erstmal zur bestehenden Plattform. Vielleicht kennt das der eine oder andere, diesen Azuro. Das ist irgendwie 2006 oder sowas war das, der Release, wenn ich mich nicht irre, am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Kostet ungefähr 60 Euro, ist so das unterste an Kosten, das man aktuell so kriegen kann auf dem Markt. Das hat die Zielgruppe Schüler. Der Zusammenbau des Ganzen ist so ein bisschen komplexer, wenn man irgendwie Achsen zusammenlöten muss auf die Platine. Ich weiß nicht, kann man gerade nicht so gut sehen. Da, wo die Motoren sind, wo die Zahnräder dran sind, das ist so auf Messingachsen gelötet. Das ist so ein bisschen komisch zu bauen. Das ist auch so der größte Kritikpunkt, dass das nicht ganz unkompliziert ist. Allerdings ist es günstig. Es kann leider nur schwer erweitert werden, weil überhaupt keine Pins offengelegt sind und nahezu alle Pins an den Mikrocontroller irgendwie auf Taster und sonstige Sensoren gemappt sind. Das heißt, wenn man was anderes bauen möchte, muss man da Dinge ablöten von. Was mir nicht gefällt, ist es halt komplett mit Durchlochbauteilen. War zu der Zeit wahrscheinlich noch so de facto Standard. Und obwohl Kinder auch SMD löten können, das haben wir hier in Workshops oft genug kennengelernt. Ja, und es ist weitestgehend Open Source. Weitestgehend mit der Einschränkung, es gibt Schaltpläne dazu, es gibt sehr viel Material dazu. Allerdings ist ja quasi die Platine vom Layout her nicht Open Source. Das heißt, man kann es nicht im Wohnzimmer reproduzieren am Ende. Und das ist halt blöd, weil es halt so nicht nachbaubar ist ohne weiteres. Der Arduino-Roboter ist jetzt, glaube ich, letztes Jahr, Mitte letzten Jahres rausgekommen. Wurde halt mit der Arduino Foundation entwickelt, zusammen mit noch ein paar anderen Gruppen, die daran teilgenommen haben. Kostet aktuell 190 Euro plus Steuern, zumindest beim Arduino-Shop. Kriegt man sicherlich auch hier in Deutschland für den gleichen Preis mit Steuern, irgendwie, weil es Staffelpreise und Rabatte hat. Zielgruppe sind da Schüler und Maker und wie ihr seht, das sind so zwei verschiedene Teller, die jeweils eine Funktionalität abbilden. Das Ganze kommt direkt fertig zusammengebaut in einem Karton. Heißt, man muss nichts löten, sondern kann direkt loslegen. Es hat ganz, ganz viel Doku, ist Arduino-kompatibel. Wer hat das gedacht? Darauf sind aktuell, glaube ich, zwei Arduinos verbaut. Einer für die ganzen Kontrollsachen für Motoren und sowas und einen zum frei Bespielen. Hat Knöpfe, ein Display.
Allerdings 180 Euro oder 190 Euro, es ist ein bisschen teuer, um das mal eben so im Unterricht zu nutzen. Und es ist nicht ganz so Open Source, wie es sein könnte. Die Arduino Foundation hat da keine Word-Files für die beiden Platinen, die es da gibt, veröffentlicht. Einfach aus dem Grund, wahrscheinlich haben sie Angst davor, dass es irgendjemand günstiger nachmacht. Und so müsste man jetzt, wenn man es nachmachen wollte, aus den, aus den Schematics, Schaltplänen, das Ganze irgendwie nachbauen, dass es irgendwie kompatibel wird. Deswegen ist es leider nicht ganz so Open Source, wie es eigentlich sein sollte. Deswegen kann es auch nicht als Open Source angesehen werden, weil einfach zu viel dafür fehlt. Lego Mindstorms, das haben wir ja selber hier. Ganz viele Modelle. Ich greife da mal in die Kiste rein. Auch das neue Modell. Das sieht dann ungefähr so aus, wenn man Spaß dran hat, so die offiziellen Modelle nachzubauen. Ist komplett Lego-Technik kompatibel. Kostenpunkt für sowas hier 320 Euro. Das heißt, es ist auch nichts, was man irgendwie mit nach Hause nehmen kann, wenn man es in der Schule hat. Kann sich auch nicht jeder leisten. 320 Euro sind ziemlich viel Geld. Die IDE hierfür ist ganz einfach. Ist dafür gemacht, dass Kinder damit schnell programmieren können. Man klickt einfach Objekte von einem Ort in den anderen und hat dann einen Ablaufplan, den man programmiert. Es gibt ganz viele Schulungsunterlagen. Und, wer hätte das gedacht, Lego macht das Ganze Open Source. Man kann alle Hardware-Schaltpläne dafür runterladen und es ist alles spezifiziert, wie es funktioniert. Mit der Einschränkung, dass natürlich wieder die Platinen-Layout-Files nicht da sind und auch hier fehlen dann die Files dafür, wie diese Plastikteile im Endeffekt gegossen werden. Das fehlt halt dort, weil Lego halt wahrscheinlich nicht möchte, dass irgendwer es einfach nachmacht. Zu guter Letzt, was ich auch bei der Recherche gefunden habe, war Thymio 2. Ich kann leider nicht aussprechen, wie diese beiden Institute heißen, die es zusammen entwickelt haben. Vielleicht mag das irgendjemand versuchen, der Französisch kann. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, es sind die technischen Hochschulen. Also genau, in der technischen Hochschulen und die Hochschule der Kunst von Lausanne. Genau, in der Schweiz. Dieser Roboter ist sehr, sehr günstig, mit 99 Schweizer Franken. Ich habe gerade nicht den Umrechnungskurs, das ist irgendwas um den Dreh. Wie viel? 0,8, okay, das heißt dann 80 Euro. Ist sehr günstig, ist es Lego-kompatibel. Das heißt, man kann dort Lego-Teile einfach ranstecken. Sie haben die passenden Löcher dafür gemacht und die passenden Nupsis dafür gemacht. Und Zielgruppe sind dort Jugendliche und Akademiker, weil sie damit auch sowas wie Schwarmintelligenz und sowas nachbilden können. Es ist komplett Open Source, das heißt, nicht nur irgendwie das Boardfile ist Open Source, nicht nur der Schaltplan ist Open Source, sondern auch die Plastikteile. Sowas, das heißt, man könnte direkt mit allem, was sie anbieten, nach China gehen und sagen, bitte macht davon 10.000 Stück. Sie können es ohne weiteres machen. Das ist so das Coolste, was ich finden konnte. Allerdings habe ich noch ein paar Fehler gefunden und Probleme gefunden, die es in allen diesen Plattformen gibt. Entweder sind sie teuer oder sie haben irgendwas nicht, was ganz toll wäre. Also im Endeffekt sowas wie, es ist ja nicht erweiterbar auf eine Art und Weise. Auf der anderen Art und Weise ist es irgendwo, gibt es immer so einen Haken in allen Plattformen. Das habe ich versucht besser zu machen. Wohlgemerkt versucht. Alles ideal ist sicherlich nicht. Mein Ziel war maximal 100 Euro an Kosten. Und am besten noch weiter drunter. Das richtet sich aktuell daran, wie viel Bildungsbudget für einen Sozialhilfeempfänger pro Jahr vorgegeben ist, einfach um einen groben Richtwert zu haben. Und das sind halt diese 100 Euro. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Erwachsene und die Wissenschaft. Es wäre natürlich cool, wenn die Plattform nicht nur für Kinder da ist, sondern auch irgendwie Schwarmintelligenz oder sowas damit abbildbar ist. Und das halt mit einer günstigen Plattform. Da kosten nämlich aktuelle Roboter so deutlich mehr hohen dreistelligen Betrag, wenn du irgendwie Schwarmintelligenz machen möchtest, wenn die ein paar Features haben sollen. Sonst ist noch wichtig, Erweiterbarkeit. Wenn es irgendwie Arduino-kompatibel sein soll mit Shields, alle Pins, die man nicht braucht, sollten herausgeführt sein, dass man einfach noch was dran packen kann, ohne irgendwie direkt am Mikrocontroller kleine Käbelchen zu löten. Es sollte konsequent alles Open Source sein. Das heißt, jegliche Pläne sollten halt da sein. Und nachhaltig, es sollte einen Akku haben, keine Batterien. Und einfach, und die Lizenz sollte am Ende auch stimmen, dass es da nicht irgendwelche Lizenz- und Markenstreitigkeiten und sowas gibt. Sensoren, das hatten wir ja gerade schon kurz. Ein Roboter lebt davon, dass er viele, viele Sensoren hat. Sensoren, die in diesem System diesmal verbaut sind, sind einmal Infrarot-Distanzsensoren. Das sind so für Distanzen zwischen 0 und 1 Zentimeter ungefähr. Viel, viel interessanter ist es allerdings, wenn man damit Linien folgen möchte, weil die Sensoren idealerweise dazu genutzt werden,
für Linienfolgealgorithmen. In Infrarotempfänger. Nichts ist cooler, wenn du mit deiner Fernbedienung vom Fernseher auch irgendwie einen Roboter steuern kannst. Hat man eh zu Hause. Und so ein Infrarotempfänger, der gleichzeitig irgendwie noch schön das Signal glättet, dass man schöne Kanten hat, kostet irgendwie 20, 30 Cent. Das heißt, man hat da viel, viel Funktionalität für recht wenig Geld gemacht. Ultraschallsensor ist auch ganz günstig. Man kann damit Abstände messen zwischen 0 cm und knapp 2,5 Metern. So auf einen Zentimeter ungefähr genau. Im Idealfall. Ein Kompass, damit man weiß, in welche Richtung man fährt. Ein Accelerometer, damit man weiß, wie schnell man fährt. Und auch in welche Richtung. Und ein Gyroskop, was auch halt nochmal Lagebestimmungen macht. Das heißt, damit könnte man sowas machen wie, wenn der Roboter hochgehoben wird, macht man die Motoren aus oder sowas. Interaktion mit der Umgebung ist auch ganz wichtig. Da gab es eine Designentscheidung zwischen normalen Motoren und halt so Stepper-Motoren. Das kann man danach auch im wissenschaftlichen Paper dazu nachlesen, was die Gründe dafür sind, dass man dann eher auf Stepper-Motoren gegangen ist. Nicht nur Preisgründe, sondern halt auch Praktikabilitätsgründe. Es gibt insgesamt auf dem Board später 2 Stepper-Motoren plus Treiberplatine, plus Treiber und Ansteuerung und 3 Servos für einen Greifarm, für ein Rotieren des Greifarms und nochmal einen Ultraschallsensorschwenk. Eigentlich sollte es jetzt weitergehen. Genau. Was am Ende an Features rauskam, also das hier ist die Robotikplattform, wie sie am Ende da war, oder wie sie am Ende entwickelt wurde, knapp 900 Stunden Aufwand von der Recherche halt bis zur fertigen Plattform. Es ist Arduino-kompatibel am Ende geworden, weil es dafür verdammt viele Ressourcen gibt, viele Tutorials und es gibt eine riesige Community dahinter. Deswegen gab es die Entscheidung, dass man im Endeffekt da Arduino-kompatibel bleibt. Es ist sogar ein Arduino Dual Core im Endeffekt, weil nichts geht über Interprozesskommunikation und sowas. Wenn ein Kind irgendwie anfängt, das zu programmieren, sollten es so ein paar Funktionalitäten geben, die halt einfach in dem Roboter schon drin sind. Ich möchte keinem Kind zumuten, dass er sich irgendwie Gedanken machen muss über, wie drehe ich jetzt den Motor oder wie steuere ich jetzt den Schrittmotor an und sowas. Das heißt, hier gibt es aktuell 2, das ist übrigens eine alte Hardware-Revision, hier gibt es einfach 2 Mikrocontroller drauf. Eins kümmert sich um die wichtigsten Funktionalitäten, wie steuere ich jetzt das Display an, wie steuere ich einen Kompass an, wie steuere ich jetzt irgendwie den Accelerometer an, wie mache ich das jetzt mit dem Greifarm und einen halt für den Nutzer komplett frei programmierbaren Arduino, der halt über i2c zusammen mit dem hier kommunizieren kann im Endeffekt. Und ja, dann hat man quasi ein Dual-Core-System. Hier sieht man schon ganz gut, hier kommen Arduino-Shields drauf, wenn man welche hat. Das heißt, man bricht nicht mit dem aktuellen System. Und das Ganze ist so ausgelegt, dass man auch genügend Leistung vom Akku rausziehen kann, dass man auch etwas rechenintensivere oder halt mehr strombrauchende Shields nutzen kann. Wie man hier sieht beim Ultraschall-Distanzsensor, das Ganze ist auf dem Servo gemacht, das heißt, man hat 180 Grad Reichweite zum Abscannen und kann mit dem Raum erfassen, wenn man unbedingt möchte. Es gibt einen Greifer, 3D gedruckt, hier vorne. Und es gibt hier hinten die Möglichkeit, einen Akku anzuschließen mit integrierter Laderegelung. Einfach, damit man nicht noch ein Ladegerät kaufen muss, sondern alles auf einem Board hat. Und ja, das Ganze ist auch ganz gut selbst lötbar. Das ist ganz wichtig gewesen im Design des Ganzen. Wir sehen gleich auch nochmal einen Schaltplan davon. Und zusätzlich halt noch TFT, Accelerometer mit Gyroskop, Kompass und Kommunikation über Funk. Mit dem NRF24L01. Ja, hier sieht man nochmal den Schaltplan mit funktionalen Komponenten, wie das Ganze zusammengehört. Du hast quasi ein Brain und es gibt ein User-CPU. Es gibt Teile dafür für die Ansteuerung des Motors. Das ist gerade so olivgrün dargestellt. Den normalen Arduino in normalem Grün. Und noch ein paar andere Dinge erkläre ich gerne später mal im Detail, wenn es jemand interessieren sollte. Und das lötet man da auch am Ende an Teilen selber als Nutzer. Wie teuer das Ganze hier ist und wie ich es in der Hand halte, sind es 32 Euro ohne Steuern, also im Endeffekt irgendwie 40, plus 5 Euro nochmal für ein TFT, 3 Euro für Accelerometer, noch ein bisschen Kleinkreis und am Ende kommt man hier irgendwie so auf aktuell rumgerechnet mit so ein bisschen optimistischem Rechnen auf 50 Euro. Wenn man davon 100 produziert, liegen wir im Endeffekt irgendwo bei 40 Euro, was für den Bildungssektor ein ganz guter Preis ist. Weil jedes Kind sollte im Endeffekt in der Schule selber was mitbekommen können, dass man zu Hause weiter basteln kann, dass man das modifizieren kann. Wenn ich irgendwie in der Schule irgendwie als Elternteil gezwungen werde, für 300 Euro sowas hier zu kaufen und das Kind möchte es unbedingt haben und man kann es sich nicht leisten, ist es irgendwie doof.
man kann es halt auch kaum modifizieren ohne weiteres. Und das ist halt auch irgendwie blöd, wenn man viel entdecken möchte. Was noch so To-Dos sind, das Ganze braucht noch einen Namen. Das hat noch keinen Namen. Ein paar Leute haben es dann Karl-Heinz getauft, wegen dem Schnurrbart. Ja, es braucht einen Namen. Es braucht Software. Ich lasse es hier im Raumzeit aber zum Bespielen. Dass jemand vielleicht Lust hat, Software zu schreiben. Es ist gerade zweimal die Arduino-Firmware drauf. Es gibt Doku, welche Pins wohin mappen, welche Teile wohin mappen. Es gibt noch keine End-User-Doku, sondern nur eine wissenschaftliche Arbeit, die sich ein bisschen zäh lesen lässt. Das heißt, wenn jemand Bock hat, hier für Doku zu schreiben, gerne. Es fehlen noch ein, zwei Hardware-Verbesserungen, die für die nächste Revision geplant sind. Und es braucht noch eine ordentliche Lizenz für alle Dateien. Das ist noch nicht umgesetzt, einfach aus Zeitgründen noch nicht. Das soll irgendwie am Ende eine gute Open-Source-Hardware-Lizenz werden, idealerweise die CERN-OHL. Ja, Source und wissenschaftliches Paper gibt es in meinem GitHub-Account. Da kann man, wenn man Lust hat, schon mal Probe lesen, wie das Paper am Ende aussehen wird. Da sind alle Designentscheidungen nochmal drin. Angefangen von, welche Batterien nutze ich, welches Akkusystem nutze ich, über welche CPUs nutze ich, welche Kommunikationskanäle gibt es, wie baue ich mir Reifen. Also es ist alles dort beschrieben und dokumentiert. Und ja, das war es soweit von meiner Seite. Hat jemand Fragen? Welche CPUs sind das denn jetzt genau? Also es sind zweimal Atmega 32U4, so wie man sie im aktuellen Arduino Leonardo findet. Haben halt den wunderbaren Vorteil, dass sie direkt USB on board haben. Das heißt, man braucht kein FTDI oder sowas, um mit ihnen zu reden, sie mit der Arduino IDE zu flashen. Und man kann damit ein Keyboard und Maus emulieren, was halt ganz lustig ist. Das heißt, ein Kind könnte im Endeffekt sagen, gut, ich hätte halt das gerne als Keyboard und schreibe mir Sensorwerte darüber raus. Oder sowas, ja. Und das ist halt zweimal drin. Ja. Und Software existiert jetzt noch gar nicht dafür? Ein bisschen was existiert. Also irgendwie so ein minimal Proof of Concept, wie es ja sicherlich mal gehabt haben, dass er sich... Genau, also es gibt ein Proof of Concept für jeden dieser Teile. Mhm. Allerdings ist noch nicht zusammen. Und der Proof of Concept gilt halt für eine Breadboard-Version hiervon. Das heißt, das müsste man portieren und auf die entsprechenden Pins mappen. Hast du das Acryl mit in den Endpreis reingerechnet? Ja, genau. Das Acryl ist drin, die Laserzeit ist nicht drin. Die habe ich optimistisch mal rausgelassen, einfach weil es dafür irgendwie keinen wissenschaftlich beweisbaren Wert gibt, den ich an... Also Laserzeit ist da drin? Also jetzt hier bei dem Laser dürften es irgendwie 20, 25 Minuten sein oder sowas. Ja, wenn die Teile beim ersten Mal richtig sind. Genau. Also wenn die Teile richtig sind, 25 Minuten also Laserzeit. So 60 Minuten insgesamt. Ja. Und ja, dafür habe ich jetzt das einfach nicht drin gehabt. Wenn es am Endeffekt kommerziell produziert wäre, wird es sicherlich auch noch Möglichkeiten geben, das deutlich zu schneller zu machen oder zu sagen, ich gieße mir die Plastikteile oder sowas. Jetzt kannst du dann lasern lassen in Massen. Ja, und wahrscheinlich ist es dann günstiger. Ja. Ich habe auch einen extrem teuren Preis fürs Plexiglas genommen, irgendwie 40 Euro als Referenzwert für einen Quadratmeter. Mhm. Das geht auch billiger. Es ist jetzt halt einfach nur so ein Wert, den ich fix reingeschrieben habe, um halt was zu haben, was wissenschaftlich haltbar ist. Ich muss ja alles belegen können, was ich da hinschreibe. Citation needed. Ja. Und deswegen Laserzeit, ich habe extra ein kleines Sternchen hingemacht, so ich kann leider nicht sagen, wie teuer Laserzeit jetzt im Endeffekt ist. Da müsste man gegebenenfalls noch was draufrechnen. Wobei ich sowieso gemogelt habe, ich habe die Preise für 100 Stück jeweils eingeschrieben, damit es ein bisschen günstiger ist. Das doch nicht mal ein Vortrag. Ja, doch, also das hier, wie ich es jetzt in der Hand halte, allein dadurch, dass die Platine ein Prototyp ist und sowas, ist das hier statt 3 Euro 30 Euro teuer. So, wenn man davon 100 macht, ist es plötzlich extrem günstig. Das heißt, man rechnet da einfach auf ein etwas höheres Volumen, weil man da halt nochmal Preise sparen kann. Und das hier, wie ich es in der Hand halte, 80 bis 100 Euro, je nachdem, wie viel man kaputt macht beim Bauen. Jo, sonst noch Fragen? Ich lasse es auf jeden Fall hier zum Bespielen und freue mich, wenn es irgendwann mal hier rumfährt und Dinge tut.